Liebe Brüder und Schwestern, es klingt schon ein wenig sonderbar, was uns Jesus heute im Evangelium sagt. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Spaltung. Wo Jesus doch der Friedenskönig, der Friedensfürst ist, wie sollen wir das verstehen? Ja, Jesus, er ist der Friede, der Grund unserer Hoffnung. Er hat uns Frieden gebracht durch sein Opfer am Kreuz. Er hat uns zuerst mit Gott versöhnt. Eigentlich möchte er alle Spaltung überwinden, nicht Spaltung erzeugen. Aber dennoch, Jesus sieht, dass es unvermeidbar ist, dass es Spaltung gibt, sogar in der eigenen Familie, was besonders schmerzlich, besonders bedrückend ist. Aber Jesus und sein Evangelium fordern zur Entscheidung heraus. Zur Entscheidung für Gott, für seine Gebote, für seinen Weg. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir können nur Gott als Herrn anerkennen und ihm dienen, ihm nachfolgen. Ja, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, so heißt es in einem Sprichwort. Wir können nicht allen Menschen recht tun, auch wenn wir uns noch so sehr bemühen. Immer stoßen wir auf Widerstand, Widerspruch. Auch wenn wir es noch so gut meinen, immer werden wir missverstanden, werden wir angefeindet, verurteilt, angeklagt, manchmal zu Recht, oft auch zu Unrecht. Vor allem werden wir diesen Widerspruch erfahren und zu spüren bekommen, wenn wir wirklich als Christen leben wollen, wenn wir uns wirklich bemühen, die Gebote Gottes zu halten, wenn wir unseren Glauben bezeugen, den Glauben an Christus, den Sohn Gottes, an die Kirche, unseren katholischen Glauben. Wie sehr stößt das gerade in unserer Zeit auf Unverständnis, auf Widerspruch, Anfeindung, sogar Hass. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor diesen Menschen, vor jenen, die nur den Leib töten können. Fürchtet nicht den Hass der Welt. Denn Jesus, er hat alles besiegt. Er ist unser Retter und Erlöser. Er hat unsere Seele gerettet. Jesus, er leidet für die ganze Welt am Kreuz. Er ist der Erste, der angefeindet worden ist, der in den Menschen, die die Wahrheit, die Gerechtigkeit suchen, angefeindet wird. Ein Vorausbild dafür ist auch der Prophet Jeremia in der ersten Lesung. Er ist sozusagen ein Vorausbild für Christus. Er hat die Botschaft Gottes verkündet, die Wahrheit, die Gott ihm offenbart hat. Er hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Er hat sie aufgefordert, sich vom Götzendienst abzuwenden, sich wieder neu zuzuwenden zum Gott Israels. Er hat zur Umkehr gerufen, aber die Menschen wollten diesen Ruf zur Umkehr nicht hören. Ja, damals war es so, auch heute. Wenn ein Mensch sich verschließt vor der Wahrheit, vor Gott, vor dem Wort Gottes, dann ist er nicht bereit, auch diese Menschen, die das verkünden, zu akzeptieren, anzunehmen. Der Prophet Jeremia, er wird in die Zisterne geworfen. Er sinkt in den Schlamm. Es ist sozusagen ein Bild für die Sünde in der Welt, für die Sünde in uns. Er sinkt hinein in den Schlamm der Gottlosigkeit, der Anfeindung, des Hasses, der Gewalt, des Todes. Aber Gott rettet ihn, er zieht ihn sozusagen wieder heraus,
so wie er Christus gerettet hat, aus dem Tod, aus dem Grab, so wie Jesus glorreich auferstanden ist von den Toten, so schenkt er auch uns Anteil an seinem Ostersieg, an seinem neuen Leben in der Herrlichkeit. Ja, schauen wir auf Jesus, vertrauen wir seiner Gnade. Er stärkt uns immer wieder neu mit seinem Geist, damit wir Zeugen sein können für die Wahrheit des Glaubens, Zeugen für die Gebote Gottes, damit wir nicht unseren eigenen Vorteil suchen, sondern das Gemeinwohl und zuerst das, was der Wille Gottes ist, was Gott uns aufgetragen hat. Ja, der Herr, er schenkt uns diese Kraft, allen Widerspruch, alle Anfeindung anzunehmen, zu ertragen, ja, für die Feinde sogar zu beten, für alle zu beten um Gnade und Barmherzigkeit, so wie Jesus sogar am Kreuz oben für seine Feinde, für seine Henker gebetet hat. Er ist die rettende Barmherzigkeit, er ist diese Hand, die Gott allen entgegenstreckt, die guten Willens sind. Nein, vergelten wir nicht Böses mit Bösem, sondern mit Gutem. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns stärkt, dass er uns diese Kraft der göttlichen Liebe schenkt. Denn nur so können wir alle Widrigkeiten überwinden, nur so können wir diese Kraft finden, Christus und den Glauben zu bezeugen. Ja, der Heilige Geist, der ist wie Feuer, erläutert unser Inneres, erläutert unser Herz. Ja, das Feuer ist auch ein Bild für den Heiligen Geist Gottes, für dieses Feuer der göttlichen Liebe. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Ja, Feuer hat er hineingeworfen in unser Herz, in unsere Seele, weil der Heilige Geist uns geschenkt ist. Der Geist Gottes möchte all das herausbrennen sozusagen aus unserem Herzen, was nicht sein ist, was nicht Gottes ist. All das, was uns daran hindert, ganz Gott zu gehören, ihm zu dienen, ihn zu bezeugen. All das, was unbrauchbar ist, alle Spreu, alles Stroh, verbrennt dieses Feuer der Liebe Gottes. Ja, das Feuer, es ist auch im Schmelzofen, der Schmelzofen ein Bild auch aus dem Alten Testament, wo das Gold geprüft, gereinigt wird. Das Feuer im Schmelzofen, es reinigt. Es reinigt, es scheidet sozusagen das Gold von der Schlacke. Ja, es reinigt sozusagen unser Inneres, damit das Gold des Glaubens, das Gold der Liebe Gottes in uns zum Leuchten kommt, hervorkommt, damit wir als wahre Kinder Gottes leben, damit wieder neu das geschaffen wird, was Gott in uns hineingelegt hat, was durch die Sünde verdunkelt, verunreinigt worden ist. So wird an uns sichtbar, dass wir von Gott eine wunderbare Berufung bekommen haben, dass wir von Gott wunderbar geschaffen worden sind, ja, dass wir wirklich kostbarer sind als Gold in den Augen Gottes. Ja, lassen wir uns vom Heiligen Geist führen, stärken, reinigen, erneuern. Er möchte uns zu Zeugen machen für die Wahrheit, für Jesus Christus, den Sohn Gottes. Amen.